Ich nehme auf, ne? Wirklich jetzt? Ja! Moinsens YouTube, hier ist Einost. Und der Weezy? Ja, was will ich? Und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Call Out Tuesday. Ja, wir haben geile Laune, wie man hört. Genau. No. Ich weiß gar nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Ich bitch mal mit UMP durch. Ja. Oh, falsche Empfindlichkeit. Noch nicht falsche Empfindlichkeit, Mann! Da habe ich Zeit verloren. Oh. Ja, wir müssen da jetzt synchronisieren noch, ne? Irgendwie. Boah, was ist jetzt passiert? So, okay, da sind nur drei Gegner drin gewesen. Join aber drei nach. Ja, synchronisieren können wir ja auch in einer Eine nächsten Runde, Runde. ja, mach ich Obwohl, gleich. hier gibt's gar nicht dieses Anzählen, ne? Das gibt's Nee, ja gar nee, nicht. aber mach ich dann gleich hier am Anfang der nächsten Runde dann. Unten links ist Okay. auch eine Zeit. Oder ich mach's mal eben hier. Klasse wählen, Team wechseln, Option, Team, Klasse, Team, Option, Spiel verlassen. So. Passt. Dann würde ich mal sagen, geht's ab jetzt erst richtig los. Das war gerade eben ein bisschen komisch. Ja. Wir haben gerade. Direkt im Spawn. Nate links. Schau hier auf. Oh, wo kommt der denn her? Ach, laber doch kein. Oh Gott, F2000. Der war da irgendwo. Ja. Direkt mit 0 zu 1 hier rein starten, das ist natürlich hier. Genial. Ha. Okay. Strike it. Strike it habe ich gestern, glaube ich, schon gegen gespielt. Ich habe schon mal mit diesem einen Iron Jordan gespielt oder so. MW2 ist echt eine kleine Community geworden. Ja. Ey, Striker, das war der von vorgestern, gestern? Ja, strike it. Ja, stimmt, du warst Ja, gerade dabei. aus Schweden, aus Schweden. Ja. Die waren ziemlich gut sogar. Also man muss echt Ja. sagen, es hat Spaß gemacht, gegen die zu spielen. Die waren in einer Gruppe, die wirkten sehr eingespielt. Es war nicht einfach. Das war echt ziemlich schwer sogar. Wir waren so Ja. mit drei, vier Mann, also erst vier und dann drei Mann, weil einer hat so laut rumgeschrien, Grüße an dich Jens, der hat so laut rumgeschrien, dass seine Mutter das Internet rausgezogen hat, um 1 Uhr nachts. Kann ich aber auch Ja. wirklich verstehen. Das war nochmal in the jungle, the mighty jungle. Hat er Bock gemacht. Es war mal zur Zeit, seit langem mal wieder echt witzig. Ohne dass man sich die ganze Zeit aufregen muss. Ah, kriegen wir den dann noch. Ja, ey, du hast eine Predator. Ich stehe hier 0 zu 1, glaube ich noch. Ja. Kein Ding, nächste Runde wird besser. Meiner. Jetzt steht's 1-1 hier. So gut. Hauptsache positiv. Vor allem, weil du auch positiv bist, ne? Wäre ich gemessert worden, ey. Hätte ich mir ein neues Mikrofon. Ja, super, 4 zu 0 schon. Was ist denn hier los? Ja, wie gesagt, ich habe ja schon angedeutet, dass wir auf jeden Fall noch eine nächste Runde machen. Ja, das auf jeden Fall. Das war gerade irgendwie alles ein bisschen verpeilt. Ja, wir melden uns dann gleich wieder zur nächsten Runde. Ja, diesmal geht die Lobby bestimmt nicht in den Arsch. Hoffentlich nicht. Ja, da sind wir wieder. Auf D-Rail wird gespielt. Die geilste Map sowieso. Ja, auf jeden Fall. Ironie für die ganz Blöden unter euch. Oh, nicht so direkt. Nicht so direkt, das kriegen doch alle den falschen Hals, Mensch. Mann! Sehen wir, wenn das Video hochgeht, jede Minute ein Abo weniger. Das heißt, in 24 Minuten haben wir 0 Abos. Oh, Sniper hat die Bombe, das kann schon wieder gar nichts. Sniper mit Spaß 12 auch noch. Ey, Jetzt. Strike hat mir geschrieben so, I was like, oh shit, when you guys joined. Was hat er gesagt? I was like, oh shit, when you guys joined. Oh, das ist doch eine scheiß Runde, ey. Diese Woche, ehrlich, freut dich auf nächste Woche, da mache ich einen Moab, einen Nuke in MB2, einen Such und Zerstören. Jetzt wird's schwierig. Ja, hier, dieser Strike-Kid haben wir ja gerade schon erzählt. Ich zeige euch mal eben die Nachricht. Er hat uns auch am Samstag noch eine Nachricht geschrieben,
Good job, well played. Also es, eigentlich ist das ungewöhnlich, weil eigentlich, wenn man gut spielt, dann wird man direkt zu Tode gehatet. Ja. Aber der war eigentlich ziemlich nett. So. Komm. Das ist ein Schwede. Alter Schwede ist das. Ah, da ist er, glaube ich. Hi. Risiko. Ah, der ist oben. Ist runtergelaufen. Ne! Oh! Das hast aber echt Glück gehabt, ey. Oh. Ja, ich hätte nicht erwartet, dass er nochmal direkt hochkommt. Jetzt sind wir natürlich in der Nachteilsituation, ey. 3 gegen 5. Mal sehen. Ah, ich habe eine Drohne. Er hat schon wieder. Ich hab eine Drohne, wir haben so gut wie gewonnen! Wir haben die Bombe! Just kidding, ey. Ich bin heute eigentlich wirklich relativ gut gelaunt. Macht mir richtig Spaß gerade. Hä? Meine Semtec explodiert gar nicht. Tja. Liegt vielleicht auch hä, daran, was ist das denn? Dass ich immer mich mit Black Ops 2 rumgeärgert habe. Warum explodiert meine scheiß Semtex nicht, Mann? Ich hab keine Ahnung, Mann. Das ist doch scheiße. Ich dachte, sowas muss ich von Black Ops 2. Ja, eigentlich schon. Ja, die Entwickler haben sich so gedacht, ah, Black Ops 2 ist so geil. Müssen wir MW2 auch nochmal modifizieren. Ey, Mann, ich hab keinen Bock mehr, ey. Das ist doch eine Scheiße. Calm down. Meine Fresse, ey. Also diese Woche gibt's hier gar nichts zu sehen. Angefrackt. Mann. Ich komm hier nicht weg, Digga, Mann. Also hätte hier einen, hätte auch ein Aufnahmegerät, dann würde es diese Woche auf jeden Fall heißen, dass ihr bei dem zuguckt, weil bei mir ist hier. Das ist ja Pustekuchen, ist das hier. Da guckst du mir doch gerade zu, oder? Ja, ja. Ja, Digga, du hast einfach ein bisschen Pech. Aber die sollen einfach nicht sehen, wie ich gespielt habe, so. Ach. So schlimm kann das nicht sein. Ich versuche mal A, obwohl ich glaube, dass er denkt, dass ich da lang komme. Oh, fuck. Wer ist denn? Oh. Ich habe so ein Glück. Ja. Das gibt's echt nicht, ey. Hilf mir, Habibi, hilf mir. Oh, Headglitch! Oh! Könnte auf jeden Fall sein, dass wir die Runde verlieren. Also ich meine, die Gegner sind wirklich nicht schlecht. Und da ist man zu zweit ein bisschen im Nachteil. Weil den einen Randy zähle ich jetzt mal nicht mit. Ja, das ist das Scheiße, Mann! Hier. Headglitch kannst du nicht viel machen. Ja, direkt vor Stoppschild gelaufen. Sag mal, wo ich den Luftschlag... Ah, ne, ich passiere den einfach so ein bisschen Luck. Komm. Beste, ey. Erstmal schöne Begrüßung, richtig geile Laune gehabt und jetzt? Oh, meine Laune ist noch gut. Ja, meine Laune ist noch gut. Werd nicht schlecht. Schön für dich. Oh, ihr träumt mich nicht hin, ey. Jetzt eher im Hardscope. Ich hab das Gefühl, dass Lay unter der Brücke herkommt. Lobby ist leicht laggy, aber geht eigentlich noch. Ja, deswegen ist meine Syntax, glaube ich, gar nicht hochgegangen. Ja, kann gut sein, dass sie ein bisschen weggeglitscht ist. Ja, jetzt lege ich schon die Treppe runter. Angefragt, aber ich kann ihn nicht sehen. Soll ich Predator raushauen oder nächste Runde? Ich höre ihn, warte. Ich höre ihn. Oh, das gibt's nicht. Nee, ey, 0 zu 3, das ist Mann. Boah, ey, ja, er liegt da in der Ecke, ich nehme alles zurück. Oh Mann. Ja, ist doch auch mal eine interessante Episode hier. We are failing together oder so. Ja, Fallout Fail. Boah, wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir nicht so viele Callouts bringen auf dieser Map, da kann man keine Callouts machen. Ja, vor allem, wir spielen die eigentlich noch gar nicht. Wie im Schnee oder so? Ja, auch dumm. Im Busch, ja. Das ist auch irgendwie kacke, weil die Map kommt so selten, da haben wir einfach keine Callouts für.
Ey! Was ist denn? Ich krieg's Kotzen. Ich krieg echt das Kotzen. Ich find's irgendwie witzig. 0 zu 4, das ist unglaublich, ey. Da kannst du keinen verkaufen. Kannst du nicht Warte, mal verschenken. Zu das. Wo bist du denn hier? Komm. Schiebt jetzt auch, weil ich den zugucke. Wo hat er dich geholt? Ja, irgendwo rechts da im Schnee. Ach, vielen Dank. Weiß wo. Irgendwo rechts so im Haus. Irgendwo. Also in diesem kleinen Haus da in der Ecke, bei denen bei deren Spawn. Hey, 0 zu 4, was ist los? Schön. Ne, nix. Ne. Das ist ein Stück Holz. Das nicht. Das ist die Bombe, oder? Ja. Meinst du, da hab ich ihn gerade gesehen? Meinst du, die ballern nur so aus Jux und Tollerei? Warte, ich guck mal. Er guckt schon in die Ecke und ich glaube, die Bombe liegt hier noch. Ah, ich wäre jetzt dumm, hier wegzulaufen. Ich glaube, bei B in der Ecke ist er da irgendwo. Also ganz am Rand der Map. Weil der Randy, der schießt die ganze Zeit einfach dahin. Ballern da die ganze Zeit hin und das ist mir auch schon aufgefallen. Ah ja, okay. Ja, die Bombe legen schafft er sowieso nicht mehr. Ja, okay. Nee. So easy, jetzt 0 zu 5. Ja, natürlich. Jetzt machen wir hier einen Negativrekord. Anti-Flawless. Suchen und zerstören. Oh Gott, ey. Das Ziel verteidigen. Vielleicht lade ich es hoch, dass ich, wenn ich spiele, Blackscreen mache und wir dich sehen. Dass und trotzdem 0 zu 5. Ich hab einen Kill. Oh shit. Ich hau mal Drohne raus. Wow. Nice. Hat er noch einen Kill? Ich komm noch positiv hier. Ah, ich glaub an dich. Alter, jetzt kommen alle hier, oder was? Boah, ich hab ihn richtig mies geholt. Ich hab ihn nicht gesehen, Mann. Ich hab nur auf ungefähr 100 Meter... Nee! Er ist die ganze... Ey, ich fass es nicht. Das sind solche verkackten Headlitcher, Mann. Oh, fuck, das war laut. Das ist hier auch noch hier Call Out Flame auch noch, ey. Alles am Start heute. Alles Negative. Hier ist die Bombe. Eine Bombe? Eben noch. Zwei. Ach, das ist doch. Da kannst du doch keinem verkaufen, diese Scheiße hier, ey. 2 zu 5. Ich hab mich schon lange gewöhnt, dass ich zu 0 stehe. Oh shit. Jump shot. Ich hab mich so tot gesehen, ey. Dieses Sniper. Ich hasse es, wenn so ein Sniper vor mir steht. Bring dich mal bitte direkt um. Positiv gehen. Ey, komm. Ich kompensiere deine schlechten Stats noch. Das wird sich alles jetzt bessern. Komm. Jetzt denken alle, der Wiese wäre schlecht. Ach, Püppi, die haben schon genug gesehen. Du kannst das. Die wissen das. Das wussten die schon vorher. Ja, letzte Gameplay 66-0, ne? Mhm. Ja, in Wirklichkeit, ich meine, ich habe ihn besucht und habe dann auf seinem Account gespielt. Also, habe ich ja gespielt. Ne, Tesco war am Start. Ja, oh, genau. Hier kam auch was. Ich glaube, C4 kam gerade reingeflogen. Oh, fuck, muss hier weg. Hey, ist ein bisschen Input-Lag gerade. So, also ich drücke X zum Nachladen und dann... Fuck! Nein! Auf jeden Fall drücke ich X zum Nachladen und dann macht er das erst später. Die Leute fallen trotzdem um, also. Wie sich, ich lob und dich. Da war gerade einer, der hat mich da geholt, lag da rum. Ja, ich weiß. Ah, ich glaub. Na, warte mal. Ich spioniere die anderen mal ein bisschen aus. Nice one. Mann!
Was war das denn? Hä? Was war was? Hat irgendwie komisch geleckt oder so, ganz komisch, und dann war er direkt tot. Durch Commando. Boah. Mensch, ich mach hier alles alleine. Wieder eine lange Folge, 16 Minuten nehmen wir schon auf. 16 Minuten schon? Ich lade ungefähr 6 Stunden hoch. Nein, du musst ungefähr noch eine Minute rausrechnen wegen dem Lobby-Timer, ne? Ja, stimmt. Wir haben mal Lobby rausgeschnitten. Er hat ihn, komm. Oh, das ist auch kommen. Nee, er soll ihn nicht haben. Ich will noch positiv gehen. Ah, ja, die Hunde haben wir auf jeden Fall verloren. Jo. Ah, komm. Das Ding ist, wir müssen aber, wenn wir einem Jordan und Strike it ausgeschaltet haben, dann müsste das auch eigentlich drin sein. Ja. Der Sieg. Du kannst ja ruhig ein bisschen defensiver spielen. Jetzt. Ja, mach ich jetzt auch. Ich habe jetzt Farmers genommen, weil UMP auf dieser Map. Ja. Ah. Wahrscheinlich werde ich jetzt durch irgendwie so, keine Ahnung, so ein No-Scope-Trickshot irgendwie sowas gekillt. Bei meinem Glück heute. Der Feind blockiert unser Radar. Klasse, wieder eine Konterdrohne am Start. Gott, so wie ich jetzt gerade spiele, da kommen sie alle. Camper! Ich bin kein Holländer, tut mir leid. Ist das mit Holl... Ich hab's erst gar nicht verstanden, ey. Wie kann man sowas nicht verstehen? Boah, das Voll, Wasser, komm, jetzt geht's gegen Schinken. I'm Jordan ist im Haus, glaube ich. Fuck. Nein! Er ist irgendwo hier im Haus. Ich bin safe. Spaß 12. Nice. Boah. Boah. Ich gehe mal hier bei dem Ausgang gucken. Ich muss hier raus, Mann, ey. Nein, er war. Nein! In der dunkelsten Ecke! Yay! Alter! Boah, das war ein guter Moment, ey. Hätte ich dann eine Sekunde länger gewartet, hätte er durch die Drohne gewusst, wo ich bin. Egal, wir haben gewonnen. Das war nicht so mein Ziel. Ja, 5 zu 7, ey. Meine Fresse. Jede Runde gestorben. Ja, Leute, ich würde mal sagen, bei Weezy hat es heute leider nicht so gut geklappt, aber für bei mir umso besser. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und ja, das letzte Wort überlasse ich heute mal Weezy, mal ganz was Neues. Oh, vielen Dank für die Ehre. Aber ich sag eigentlich auch nur, haut rein.